Herzlich willkommen zu den Jugendbewerben im Rahmen des Vienna City Marathon 2018. Seit 1990 gibt es diese Jugendbewerbe und seitdem sind 86.000 Kinder laufend bewegt worden. Ein wichtiger Impuls also gegen die immer häufiger auftretende Bewegungsarmut von Kindern. Und zum 28. Mal gibt es also den Kinderlauf und den Jugendlauf hier, einen Tag vor dem großen Marathon. Was gefällt dir an so Läufen? Naja, dass man dann am Ende erschöpft ist und dass man dann ganz, ganz froh ist, man hat es geschafft. Endlich, du hast es geschafft. Du hast es endlich geschafft, du bist damit fertig, bist froh, kommst fröhlich nach Hause und kannst ins Bett gehen. Wie war dein Training? Was hast du die letzten Tage gemacht, um heute fit zu sein? Ich bin halt mit der Klasse, sind wir halt laufen gegangen aufs Feld und das war halt schon anstrengend, weil vor und zurück, das ist Laufen ist anstrengend. Ich habe schon sehr, sehr viel trainiert. Hoffentlich ist das genug, damit ich nicht müde bin und so. Aber ich glaube, ja. Ich bin mit der Mama 1 Kilometer gelaufen. Aber heute sind 2 zu laufen. Wie schaffst du das? Indem ich Geschwindigkeit gebe und sehr schnell laufe. Bist du nervös? Nein. Wir beginnen also mit dem Kinderlauf. Distanz hier 2200 Meter. So knapp 2000 Teilnehmer sind es hier, die hier am Parkring, beim Stadtpark, den Bewerb eröffnen. Ziel ist dann natürlich auf der Ringstraße, auf Höhe des Burgtheaters. Da sind wir das schnellste Mädchen in der Kategorie 6 bis 15 Jahre. Das ist Elisa Maria Gigal. Und hier sind wir unterwegs zur Spitzengruppe, auch schon in Richtung Parlament. Schöne Kulisse hier insgesamt, recht warme Temperaturen. Das macht es nicht unbedingt leichter für die Nachwuchsläufer des Marathons von morgen, dass der Führende, da kommen wir zu Benedikt Magrei, der hat letztes Jahr schon gewinnen können, die 2200 Meter Distanz, und der scheint auch heuer wieder richtig fit zu sein, startet für den Kultur- und Sportverein der Wiener Berufsschulen, für die Laufsektion davon. Souveräner Sieg für Benedikt Magrei. Ganz schwierig natürlich, so einen Erfolg wie aus dem letzten Jahr zu bestätigen. Das gelingt ihm. Ziel natürlich 1500 Meter, irgendwann bei Olympia mit dabei zu sein. Platz 2 geht an Sebastian Ambrosch vom LC Villach. Hier im Bild. Und Dritter wird Timo Hinterndorfer vom DSG Wien. Ja, also auch unter den schnellsten 3. Toller Schlusssprint natürlich in Richtung Ziel von allen 6- bis 15-Jährigen. Schönes Bild. Benedek ist jetzt schon ein Seriensieger in Wien, kann man sagen. Im Vorjahr gewonnen, heuer wieder gewonnen. Wie war es denn heuer? Ja, also es ging sehr gut und ich bin auch sehr froh, dass ich gewonnen habe. Ich bin sehr froh. Was war denn das Schwierige heute? War es warm oder ist eh alles leicht gegangen? Ja, also die Hitze war schon, aber sonst ging es eh. Bei den bis 15-jährigen Mädchen gewinnt Elisa Maria Gigal. Auf Platz 2 läuft die Slowenin Sivas Lapsak. Und Dritte wird Tatjana Huf vom ATSV Auerstal. Die Athletinnen natürlich völlig ausgepumpt nach diesen 2200 Metern im Ziel. Elisa Maria war die schnellste von. Ich habe gehört, 1700 Kinder, das muss sich richtig gut anfühlen, oder? Ja, also ist schon
für so viele Kinder Erster zu werden, ist echt was Schönes für mich. Aber ich laufe auch für meine Mama, die ist leider krebskrank, und kämpfen ist viel wert für die Lehrer. Okay, aber die Mama wird jetzt eine Riesenfreude haben, nehme ich an. Die lassen wir jetzt einmal lieb grüßen, oder? Ja, liebe Grüße an dich, Sissi, gegangen. Elisa Maria, ein bisschen was zum Lauf selbst. Wie ist das gewesen heute? Einmal in jedem Fall sehr warm. Wie war es vom Rennverlauf? Also die Strecke war sowieso sehr super, so wie voriges Jahr. Und Gegenwind haben wir zum Glück nicht gehabt. Also sie waren nur sehr heiß. Also die vier sind schon warm geworden. Wir kommen zum Jugendlauf und erstmals im Rahmen des Junior-Marathons werden da die 5000 Meter gelaufen. Bisher waren das ja immer die 4200 Meter. Das bedeutet 800 Meter mehr zu absolvieren. Und das bedeutet auch, dass die Jugendstaatsmeisterschaften, die Unter-18-Meisterschaften über die 5000 Meter auch im Rahmen dieses Events durchgeführt werden. Start erfolgt, Sie haben es gesehen, im Prater auf der Hauptallee auf Höhe der Meierei. Ziel wie auch bei den Kleinen auf der Ringstraße auf Höhe des Burgtheaters. Das zwischenzeitlich die führende Dame, nämlich Carina Reicht vom Verein Run Together. Das ist die Spitzengruppe ganz vorne da mit der Nummer 500. Das ist Lennart Holzinger. Der hat heuer schon den Viertelmarathon in Paris gewinnen können in seiner Alterskategorie, war Gesamtzweiter. Noch dazu über die 10 Kilometer, dass die zweitplatzierte Dame Anna-Sophie Meusburger auch schon am Ring unterwegs. Das noch einmal Carina Reicht, ist ja ein Multitalent, nicht nur auf der Laufstrecke zu Hause, sondern auch auf der Tatami, der Kampfmatte der Judokas, auch im Judo sehr erfolgreich in ihrer Gewichtsklasse. Auf Bundesebene. Da sind wir schon auch bei der Staatsoper vorbei. Und das die beiden Führenden, das sind Lennart Holzinger im blauen Trikot und im roten Trikot dahinter Morgan Schusser. Also Holzinger vom ATV Irtning, Schusser vom LAC Klagenfurt. Die beiden werden sich da den Sieg wohl untereinander ausmachen. Carina Reicht immer noch die schnellste unter 18-Jährige hier im Teilnehmerfeld über die 5000 Meter. Schlusssprint, angezogen von Lennart Holzinger. Dreifacher Vize-Staatsmeister. Staatsmeister war er noch nicht. Er wird hier klar den Event für sich gewinnen. Erster Staatsmeistertitel, unter 18 Staatsmeister über die 5000 Meter für den Enztaler. Und da springt er sogar über das Zielband, so viel Energie hat er noch. Platz 2 für Morgan Schusser vom LAC Klagenfurt. Platz 3 an Marcel Tobler vom ULC Mödling. Der kleine Mann hier im schwarzen Trikot, das ist Emil Bezetzny vom HSV Wiener Neustadt. War letztes Jahr auch schon hier im Spitzenklassement mit dabei. Kann sich auf Rang 5 einordnen. David Fellner wird Vierter. Schnellstes Mädchen. Das hat sie sich verdient. Carina Reicht, Vorjahreszweite bei den unter 18 Staatsmeisterschaften, siegt hier. Wie haben Sie es denn angelegt vom Rennverlauf her? Ja, ich habe gemerkt, nach Kilometer 4 haben einfach die müden Beine alle ausgeschaut und man denkt so, der gibt auf, der kämpft weiter, und es war der Morgen. Und dann haben wir gedacht so, nein, ich bin stärker und überholt und gewonnen. Aber Sie haben, habe ich gesehen, bei der Ziellinie fast noch ein bisschen zu viel Kraft gehabt. Haben Sie sich das richtig eingeteilt? Weil wer übers Zielband drüber springen kann, der hat da noch genug Kraft. Ja, es war ziemlich viel Kraft da, weil ich ein Zieljubel ein bisschen nachinterpretieren wollte. Aber ich habe ein bisschen zu viel Kraft gehabt und meine Sprungkraft ist doch etwas gut. Ich freue mich schon, dass ich österreichische Meisterin bin, aber ich hätte schon gerne einen österreichischen Rekord knackt. Das war eigentlich auch mein Ziel. Aber nachdem es ja so heiß war und es auch nicht so eine leichte Strecke ist zum Laufen, ist es ganz okay. Auch wenn man am liebsten keine Ausreden hat, heute gäbe es wahrscheinlich genug. Beschreiben Sie jetzt ein bisschen das Gefühl hier. Sagen immer alle, das ist so großartig in Wien. Ich habe die Zielmeter gesehen, war unglaubliche Stimmung. Ja, das Publikum ist echt mega cool und es feiern dann einfach alle an. Das ist echt cool. Das spornt dann richtig an, dass man nachher zum Schluss noch einen Zielsprint macht.
Es war dann eben auf die letzten Sekunden unglaublich knapp, da ist mitgezählt worden. Wie kann man sich denn das einteilen, dass man auf den letzten Metern da wirklich noch die letzten Prozent aus sich rauskitzelt? Ja, vorher schon schneller anfangen und halt auf die Uhr schon vielleicht, dass man schon vorher ein bisschen schneller auf den Zielsprint ansetzt. Und ja, hätte ich besser machen können, aber kann man auch nichts machen. Zweite wird Anna-Sophie Meusburger in der Damenwertung. Und auf Platz 3 läuft Marie-Therese Gruber von der Union Salzburg Leichtathletik. Wir kommen zum Inclusion Run. 800 Meter sind da zu absolvieren. Vom äußeren Burgtor also weg auf den Ring geht's da los. Ganz im Zeichen zum 50-jährigen Jubiläum der Special Olympics steht dieser Lauf der größten Sportbewegung für intellektuelle Beeinträchtigung. Und die Läufer, die hier mit dabei sind, haben ebenso eine intellektuelle Beeinträchtigung. Ganz vorne ist hier Andreas Fuhler vom Team Special Needs Vienna, der sich hier schon relativ früh absetzen kann. Zielsetzung war, über 500 Teilnehmer zu haben. Das ist auch gelungen mit Bravour. Waren über 500 Teilnehmer insgesamt. Ein Lauf, wo es darum geht, dabei zu sein, miteinander zu laufen, ohne Zeitnehmung. Inclusion Run ist eine großartige Sache. Ich sehe sehr viele glückliche Gesichter. Wie geht's Ihnen? Ja, ich glaube, das soll auch der Hauptpunkt des heutigen Tages sein. Glückliche Gesichter, Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen, ohne Beeinträchtigung, was auch immer, machen gemeinsam Sport, haben über einen Kilometer viel Spaß miteinander. Und das soll einfach herzeigen, wie vielfältig die Welt ist und wie schön das sein kann, gemeinsam was zu unternehmen. Ja, und diese Bilder inspirieren und spornen hoffentlich viele Kinder und Jugendliche an, nächstes Jahr laufend hier in Wien mit dabei zu sein.